und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind hier gerade unterwegs oberhalb von Schwarz. Und zwar genauer gesagt sind wir hier bei der Mittelstation der Kellerjochbahn. Ja, und von hier aus geht es jetzt heute rauf mit Schneeschuhen und Turnski. Zunächst bis zum Abiskogel und von dort dann noch weiter rauf bis zum Kellerjoch. Viel Spaß mit dem Video. Vom Parkplatz an der Mittelstation der Kellerjochbahn starten wir unsere Tour auf das Kellerjoch. Wir folgen dabei zunächst links der Rodelbahn hinauf zum Hecherhaus. Hinter einer kleinen Holzhütte erreichen wir in einer Kurve die Skipiste, welche bereits hier einen tollen Ausblick ins Tal erlaubt. Wir folgen dem Weg weiter durch den Wald. Das Hecherhaus sowie der Gipfel vom Abeserkogel sind dabei ab und an schon zu sehen. Beim Aufstieg sorgen lichte Stellen im Wald regelmäßig für Sonnenschein und ermöglichen zudem auch die Aussicht hinab ins Inntal. Abermals treffen wir auf die Skipiste. Während einige Tourengeher am Pistenrand aufsteigen, folgen wir weiter dem Rand der Rodelbahn hinauf. Kurz vor dem Hecherhaus wird die Aussicht ins Inntal und auf die gegenüberliegenden Berge stetig besser. Dann passieren wir die Bergstation der Kellerjochbahn und erreichen auch das Hecherhaus, wo wir eine kurze Teepause einlegen. Steil geht es dann weiter hinauf Richtung Abeserkogel. Die etwa 100 Höhenmeter liegen jedoch zum Glück schnell hinter uns und so stehen wir schon bald am Gipfelkreuz, von wo aus wir das tolle Panorama hinab ins Inntal genießen können, sowie dahinter den weiteren Aufstiegsweg zum Kellerjoch. Über den breiten Bergrücken geht es dann zunächst in überwiegend leichter Steigung weiter in Richtung Kellerjochhütte. Hinter der Wegkreuzung zum Lorssattel geht es nun zunehmend steiler hinauf, zur nun bereits nahen Kellerjochhütte. Angekommen an der Kellerjochhütte treffen wir dann die Entscheidung, heute auf den weiteren Aufstieg aufs Kellerjoch zu verzichten. So, wir sind jetzt oben angekommen hier an der Kellerjochhütte. Ja, und die Tour, die ist für uns heute zumindest hier vorbei. Hat von uns jetzt keiner mehr die Kraft und Motivation, noch bis zum Kellerjoch hochzulaufen, obwohl das von hier jetzt irgendwie noch etwa 20 Minuten Aufstieg wären. Naja, vielleicht nächstes Mal. Bilder von da oben gibt's für euch aber jetzt trotzdem. An der Kellerjochhütte genießen wir den Ausblick in das Inntal, welches sich hier von Westen bis in den Osten erstreckt. Im Süden weist hingegen der tolle Ausblick in die Zillertaler Alpen zu überzeugen. Nach einer ausgiebigen Pause an der Kellerjochhütte
machen wir uns dann bereit für den Abstieg. Mit Tourenski und Schneeschuh geht es dann über unseren Aufstiegsweg wieder bergab. Nach dem ersten steileren Hang kommen wir schon bald wieder auf den breiten Bergrücken zurück, über welchen wir nun weiter absteigen in Richtung Abesa-Kugel. Vorbei an einigen großen Wächten erreichen wir dann wieder das Gipfelkreuz vom Abesa-Kugel. Vom Abesa-Kugel aus geht es nur noch die steile Piste bergab bis zum Hecherhaus. Am Hecherhaus kehren wir ein und genießen auf der sonnenverwöhnten Terrasse die letzten Sonnenstrahlen des Tages, bevor es für uns dann mit den Zipfelbobs über die Rodelbahn wieder bergab geht. Los geht's los. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.